Hallo Joik und damit herzlich willkommen. Wir sind hier wieder auf unserem kleinen Bellcraft-Projekt. Jetzt ist ja gut Sanji auch mal mit dabei. Wir haben auch nochmal. Hallo Sanji. Hallo. So, wir sind jetzt hier gerade bei meiner schönen Bambusfarm. Und zwar gibt es gar einige kleinere Halken schon, die wir mit Redskun zu tun haben. Wie zum Beispiel automatische Abschaltung von den Kyots ist ja eine wichtige Regel auf unserem Projektserver und eine Statusanzeige, wo sich die gerade befindet, ob sie im Bahnhof ist oder ob sie gerade hinten auf dem Weg ist. Und diese Reikung gefügt unterirdisch in Klang Richtung meiner Parkbrücke. Ich würde mal sagen, wir schauen kurz in die Brücke, schauen uns ganz an und ganz stark in den Zeitkraft. So, wir sind jetzt hier angekommen bei mir in der Brücke, da wo alles zusammenläuft, wie die augmatische Jagderkennung mit den Yamas. Wenn ihr Interesse mal besteht, wie das Hugging auf uns nicht gang, schreibt es gerne in die Kommentare rein, dann kann ich ja gerade so mal ein kleines Kokorio machen. Oder ein Erklärungsvideo zum Smart Home System gibt es ja schon. Das kann ich ja unten in der Informationsbots mal verlinken. Aber heute geht es um die Anzeige von der Bambusfarm. Da haben wir hier auch zwei, und zwar Stock Produktion voll, weil wurde gestoppt, weil die Kiste voll ist, und Bambustransport gestoppt, weil die Kiste leer ist. Und hier haben wir unsere Anzeige. Das ist jetzt von der Graufsicht. Diese eine haben wir gerade angeschaut, da sieht man, die ist jetzt gerade im Bahnhof, und die zweite, da buggen wir uns heute durch. Ich würde mal sagen, wir buggen uns mal gar nicht vorher durch Gerage, platzieren das Redskun. Und dann gibt es jetzt einen kleinen Zeitkraffer, wie ich mich da durchbugge. Und am Ende machen wir noch einen Funktionskask. Dann würde ich sagen, Zeitkraffer ab.
wir sehen wirklich alles. Ist angeschossen. Das habt ihr jetzt einen kleinen Zeitraffer gesehen. Puh, das war jetzt nochmal ganz schön Arbeit. Aber damit wir jetzt live kessen können, um weil er gerade nachgeht, machen wir es. Also gehen wir uns aufs Back legen und gehen uns ganz schnell nach hinten bewegen. Jetzt müssen eigentlich gleich die Unkring rausgehen. Das Gesehen ausgehen. Mitkring müssen jetzt kurz aufblinken. Blink. Blink. Und jetzt die Oberen kurz aufblinken. Okay. Gab blinkt eigentlich nicht auf. Aber die mittleren blinken wieder auf und die unteren müssen jetzt wieder angehen. Das heißt, die Anlage ist wieder im Bahnhof. Wir müssen jetzt mal schauen, warum die oberen nicht aufgeblinkt ist. Es könnte mehrere Optionen, mehrere Fehlquellen haben. Erstens, die jetzt Redstone-Jackung ist irgendwo unterbrochen. Es fehlt eine Redstone-Lampe. Das Signal reicht nicht aus, weil irgendwo das Signal zu kurz ist. Deshalb hüpfe ich jetzt mal ganz schnell nach hinten, gucke eine Redstone-Jampe hinsetzen und dann schauen wir gleich mal, ob das Licht ein oder aus ist. So, wir haben das Problem gefunden. So, Sanji, jetzt rate mal, was gefehlt hat oder was die Ursache war. Eine Kabel nicht verbunden oder eine Leitung nicht verbunden oder ein Redstone-Licht vergessen. Ein Redstone, du meinst ein Redstone-Gast vergessen. Genau. Und genau das jetzt war's. Wir haben hier, wenn wir jetzt hier mal gegen Redstone-Block anschauen, der fährt genau über dieser Angesicht rüber mit einem Block Abstand. Und genau hier war ein Redstone zu wenig, weil genau das hat uns nämlich vorhin gefehlt, weil wir 4 gebraucht hätten, aber bloß 3 im MMK hatten. Habe ich vergessen. Wenn wir jetzt hier das Redstone drauf tun, ich eben mal wieder schnell zurückrennen durch den Kabelschacht und wieder hoch in die Brücke oder wie ich jetzt einfach mit sehr Schaum machen, mich hier hinstelle und ich einfach mal mit meinem Zweig-Account vorhüpfe zu der Bambusfarm und auf die Perke drauf klicke. Ich gehe raus mit ihres Bing auf 3, 2, 1. Und das jetzige Licht blinkt auf 3, 2, 1. Mal, hat es jetzt aufgeblinkt? Hab keine Ahnung. Jetzt werde ich mir jetzt gerade gleich meine Aufnahme anschauen, ob es aufgeblinkt hat. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Und juhu, wenn es aufgeblinkt hat und ich die Bestätigung geben kann, dann sind wir fertig. So, Fehlerursache 2.0. Wir haben das Redstone dran gesetzt, dass ich auch gerade mein Camera-Account rumfliegen. Aber ich habe jetzt hier mal eine Redstone-Fackel hingesetzt und ihr pausiert gerne jetzt das Video und schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was die Ursache hier dran ist. Also, die, wo regelmäßig Minecraft spielen und auch mit Redstone schon mal was gemacht haben, die müssten das jetzt erkennen. Ich habe den Verstärker einen Block zu weit gesetzt. Ja, kleine Sachen machen mal ganz großen Ärger. So schnell ist es manchmal. So, dann gucken wir jetzt gleich, gucken wir hier ein schönes Brüchchen hin. Da kommen wir noch eine schöne. Geh von hinten, jetzt muss ich schon rüber in die Base hin. Und ich muss sagen, wir schauen mal schnell. Muss hier schauen nach, ob das Lämmchen jetzt und kleine Gaben kann. Wir sehen, das Lämmchen leuchtet. Wenn ich jetzt mit meinem Cam-Account die Redstone-Fackel wegmache, 3. 2, 1, Jampe ist aus. Das bedeutet, wir haben jetzt unsere Gigikoi-Anzeige hier fertig, wo wir sehen, ob die Bambusfarm im Bambus ist. Oder aus dem Bambus wieder raus ist. Ob die Bambusfarm im Bahnhof ist, ob die gerade bei in der Mitte ist vom Abernten oder wieder zurückkommen. Oder ob die am Ende angekommen ist und somit einmal abgeerntet hat. Würde ich jetzt sagen, gestern ist jetzt mit dieser kleinen, aber feinen Folge mit ein bisschen Redstone King, Redstone Mick Mini, kann man jetzt mittlerweile, glaube ich, schon ganz so sagen. Vielleicht, wie ich schon gesagt habe, kann ich ja mal so kleine 10 Sekunden Kokoris machen von so ganz, 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 ganz kleinen Sachen. Da wird es auch ein paar geben, die, wo ich auf dem Bauserver, wo ich mit Redstone rumfuchke, schon habe. Ja, Gang, würde mal sagen, schaut auch bei King Guggen Sanji, bei Quiskerkreis, bei Kaiser, Sir Kaiser und Gerstrich Kaiser Neugrei, bei Jaiga 1234 Itz oder bei den Sanji 90 bei Twitch vorbei, Ogang und natürlich mich auch nicht vergessen. Ich wünsche euch, wenn ihr das Video erst nach Neujahr oder erst 2023 anschaut, ein guten Rutsch ins neue Jahr. Und ganz stark im Jahre 2023 mit Big Fuff Screams wieder durch.
und natürlich auch mit den üblichen YouTube-Content, Volkfest, Kirmes, Veranstaltungen, Aufkriege von Tanzgruppen und so weiter. Ja, vielleicht sehen wir ja auch mal Kaiser in einem Video, wer weiß. Kommchen nach oben, nicht vergessen, den Abo-Button smashen. Der Like-Button darf natürlich nicht grau sein, da müsst ihr so fest graufhauen, dass der richtig schön blau, funkig und geleuchtet. Sanji, was ist dir jetzt gesagt? Liken auf jeden Fall nicht vergessen. So sieht's aus.